Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Punktum, Ihrem regionalen Fernsehprogramm, zu einer weiteren Ausgabe von Zu Gast. Und ich freue mich heute hier endlich, das hat ein bisschen terminliche Gründe, dass es sich ein bisschen verzögert hat, den Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz hier begrüßen zu können. Hallo, herzlich willkommen hier im Studio, André Schröder. Hallo. Wir haben eigentlich eine Tradition, dass wir regelmäßig zu Gastsendungen mit dem Landrat machen, weil er auch eine wichtige Person in unserer Region ist und sehr gut natürlich von seiner Person her und seiner Funktion her Bescheid weiß, was hier so passiert. Diese Sendung ist ein bisschen außer der Reihe und das hat einen Grund. Und eigentlich gar nicht so einen besonders schönen, denn wenn man die Zeit ein bisschen zurücksetzt, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, war die Welt noch so halbwegs in Ordnung. Halbwegs. Es gibt viele Probleme, wollen wir gar nicht anschneiden, aber an die haben wir uns leider mehr oder weniger gewöhnt. Aber dann kam es richtig knüppeldick. Erst die höchstrichterliche Entscheidung zur Kreisumlage, kommen wir gleich dazu, was das für finanzielle Konsequenzen hat, und dann noch das Hochwasser der Helme. Man könnte fast sagen, zweimal Land unter für den Landkreis. Also eine ganz schwierige Ausgangssituation zum Jahreswechsel, das ist ja ungefähr so 6 Wochen her. Seitdem ist viel passiert und wir wollen den Zuschauern und Zuschauerinnen mal näher bringen, was alles passiert ist und wo überhaupt die Problematik liegt. Aber ich sag mal so, fangen wir mal mit dem Helme-Hochwasser an. Das ist eine Naturkatastrophe, da können ja die Menschen nun weniger dafür. Ja, richtig. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann. Der Landkreis ist krisenerprobt. Wir haben in meiner Amtszeit ja noch die dritte Welle der Pandemie gehabt und die Nachwirkungen, auch die sozialpolitischen Nachwirkungen der Pandemie verkraftet. Wir haben, glaube ich, erfolgreich die Energiemangellage gemanagt, auch die Flüchtlingskrise immer mit Vernunft und Augenmaß begleitet, die Inflationsschübe im Kreishaushalt bewältigt. Das haben wir alles hinbekommen und dann war tatsächlich für eine eigentlich regenarme Region hier in der Mitte Deutschlands Land unter durch große lang anhaltende, großflächige Regenmengen über die Feiertage. Und dann mussten wir am 30.12. den Katastrophenfall feststellen. Und damit haben wir die einheitliche Lenkung aller Abwehrmaßnahmen fast auf einem Drittel des Kreisgebietes in die Hände des Kreises gelegt und diese Bewährungsprobe, denke ich, auch ganz gut bestanden. Ja, so eine Hochwasserkatastrophe kommt ein bisschen sozusagen mit Ansage. Es dauert immer, es geht dann manchmal recht schnell, aber man sieht, wie die Wasserstände steigen. Und gerade ja, der Kelber, der Stausee war noch nie so voll gewesen wie zur Jahreswende. Das gab es in den vielen Jahrzehnten, die ja existierten, noch nicht. Und ich kann mich auch erinnern, wie das auch so schrittweise ging. Es sollte Rückkehrertag sein. Und wer konnte nicht eröffnen, der Landrat, weil er nämlich mit dem Ministerpräsidenten schon mal auf der Deichkrone sozusagen war und sich umgeschaut hat, wie das hier weitergehen soll. Und das hat sich ja noch gesteigert. Es ging ja so weit sogar, dass sogar der Bundeskanzler hier war. Die Bundeswehr hat geholfen. Und nun ist es so, dass es endlich ja das Schlimmste bei dem Hochwasser überstanden ist, aber die Folgen sind noch lange nicht überwunden. Das ist richtig. Also wir haben großflächige Regenmengen gehabt. Die Zorge, die Helme, auch die Thyra haben sehr viel Wasser abgegeben, aus dem Harzvorland den Berg runtergeflossen sind. Innerhalb von 2 Wochen über 50 Millionen Kubikmeter. Das kann man sich kaum vorstellen, wie groß diese Wassermenge ist, die dann tatsächlich abgeflossen ist. Der geschädigte Wald, der nicht mehr die große Speicherfunktion hat für das Wasser, hat sicherlich daran auch eine Mitverantwortung, aber vor allen Dingen die hohen Regenmengen. Und dankenswerterweise haben wir ja die Talsperre in Kelbra, aber wenn sie dann die Anstauwirkung ausgeschöpft hat, was die Ingenieure für das Bauwerk festlegen, dann muss eben die Abgabemenge erhöht werden. Und das war diesmal der Sonderfall mit Niederschlagsmengen, die alle 50 Jahre nach Angaben des Wetterdienstes hier in der Region überhaupt nur eintreten, haben wir diese Extremsituation, glaube ich, das erste Mal in dieser Tragweite gehabt. Hohe Abgabemengen, große Wassermengen in der Helme mit Wasserständen deutlich über 2,70 Meter, 2,80 Meter. Und dann hat man natürlich auch die Ortslagen zu verteidigen, die Deiche zu verteidigen, zu schützen. Die Einsatzkräfte haben eine tolle Arbeit geleistet, die Feuerwehr, technische Hilfswerk, alle waren vor Ort und haben sich wirklich aufgerieben. Aber es war am 30.12. soweit, dass wir dann tatsächlich als Landkreis sagen mussten, wir stellen den Katastrophenfall fest. Und dann führt das dazu, dass ein Stab eingerichtet wird und der Landkreis die einheitliche Bekämpfung, die einheitliche Lenkung der Abwehrmaßnahmen übernimmt, also tatsächlich das Kommando übernimmt.
und dann die ganzen Maßnahmen koordiniert und die örtlichen Einsatzleitungen koordiniert und natürlich die überörtliche Hilfe koordiniert. Wir haben in Spitzenzeiten Anfang Januar tatsächlich fast 4000 Einsatzkräfte koordiniert. Das waren über 560 THW-Leute, das waren Feuerwehrkräfte, über 1150 Feuerwehrkräfte aus dem Kreisgebiet, 1700 Feuerwehrkräfte außerhalb des Kreisgebietes aus anderen Landkreisen und Städten. Dann haben wir 243 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Einsatz gehabt und 250 zivile Helfer von Hilfsorganisationen, aber auch Privatpersonen, die sich gemeldet haben und die geholfen haben. Und so eine Bewährungsprobe zu bewältigen und gleichzeitig auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu spüren, das macht mich stolz. Und ich glaube, man kommt aus einer Krise immer mit Lehren, aber auch gestärkt hervor, als man in die Krise hineingegangen ist. Ich glaube, so ein Kampf gegen ein Hochwasser ist ein bestes Beispiel dafür, wie es nur Hand in Hand im wahrsten Sinne des Wortes gehen kann, um etwas zu erreichen. Und man hat den Eindruck auf alle Fälle, dass das auch über die Kreisgrenzen sogar hinausging. Aber auch innerhalb des Landkreises Mansfeld-Südharz, da überhaupt keine Animositäten gab oder irgendwas, das alle zusammengehalten haben. Ja, das erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit, dass das wirklich gelungen ist. Wir reden ja manchmal noch über Mentalitätsunterschiede zwischen den Altkreisgrenzen oder auch Unterschiede, die es zwischen den Generationen gibt. Und dann hat man in so einem Bereitstellungsvorbehalt, wo Sandsäcke gefüllt werden, Familien mit Kindern unter 10 Jahren, die mithelfen. Man hat lebensältere Senioren, die schwere Handschubwagen mit den Paletten und den Sandsäcken darauf schieben. Man hat auch viele Unternehmen, die beigesteuert haben, Supermärkte, die über Nacht geöffnet hatten, dass wir an Lebensmittel kamen. Wir müssen ja auch immer verpflegen und Unterkünfte besorgen. Es gab Landschaftsbauer und Betriebe, die Technik gestellt haben, die auch Betriebsmittel wie Diesel vorfinanziert haben. Also eine ganz breite Unterstützung der Bürgerschaft, ein richtiges Zusammenrücken am Deich. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass einerseits die Einsatzkräfte die Bewährungsprobe bestehen. Das haben sie. Und andererseits aber auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft sich verstärkt. Dann haben wir im Landkreis ja zwei Flusssysteme. Einerseits die Helme, die war mir gar nicht so bewusst gewesen, wie groß und wichtig in diesem südlichen Teil die eigentlich ist. Aber das werde ich jetzt wohl die nächsten Jahre nicht vergessen. Und natürlich die Wipper, die hat ja einen Einfluss hier in dem Bereich zum Mansfeld, Hettstedt, Großörner in dem Bereich. Und da war ja natürlich die große Erleichterung, dass das Hochwasserrückhaltebecken, was vor wenigen Jahren eröffnet werden konnte, nach langem, langem Kampf, das gab ja hier dieses große Hochwasser 1994, das nähert sich ja jetzt zum 30. Mal und das hat über 20 Jahre gedauert, bis das endlich gebaut wurde. Aber das hat sich voll bewährt, muss ich wirklich sagen. Und wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht noch in diesen beiden Flusssystemen so eine prekäre Hochwasserlage gegeben hätte, was das für Auswirkungen auf die Hilfskräfte gehabt hätte, wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Aber das war wirklich, immer hat man mal ängstlich auf die Wipper geguckt, aber da haben die Damen und Herren von den Talsperrenbetrieben es so gelöst, wie es auch bei der Helme nicht anders ging. Das, was man verantworten konnte, wurde abgeleitet, damit man sich die Reserven oben hält. Ja, aber zurück zur Helme. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, wenn ich das kurz sagen darf, dass Investitionen, die mal getätigt worden sind, auch in ihrer Zeit jeweils sehr umkämpft waren und sehr teuer waren, dass sie, wenn sie getätigt worden sind, so ein bisschen aus dem Fokus, aus dem Blick der Menschen gehen. Aber diese Investitionen haben segensreich gewirkt. Die Schadwirkung des Hochwassers wäre wesentlich höher gewesen, die Schäden wären wesentlich größer gewesen, wenn es diese Investition aus den Vorjahren nicht gegeben hätte. Und wir hatten auch an der Wipper viel Wasser. Und das Rückhaltebecken, was für fast 30 Millionen errichtet worden ist, hat natürlich seine Funktion erfüllt und hat damit die Ortslagen geschützt. Ich war da mehrmals da gewesen in der Zeit, also als Kontrollblick und hat das Gefühl gehabt, wie Familien da wie so einen Kontrollbesuch gemacht haben und sich angeschaut haben. Man hat da wirklich gespürt, wie zufrieden die Leute damit waren in dem Tal, dass dieses Bauwerk da ist und sie vor dem Hochwasser geschützt auch hat. Auch an der Helme hat es in den Jahren seit 1994 auch Investitionswellen gegeben. Nach 1994 gab es eine Investitionswelle, nach 2013, als an anderen Landesteilen sich Hochwasserereignisse eingestellt haben, hat es nochmal eine Investitionsinitiative gegeben. Und auch die Deiche waren halt jetzt in der aktuellen Situation auch tatsächlich zu verteidigen,
weil der Unterhaltungszustand und das Material der Deiche das auch hergegeben hat. Also es gab wirklich die Möglichkeit, die ganzen Hochwasserschutzanlagen zu verteidigen, weil sie in einem relativ guten Zustand waren. Ja, man darf nicht vergessen, wenn da nichts gewesen wäre unten an der Helme, das wäre noch ganz anders ausgegangen. Und auch die Talsperre, da die Kelbra, hat ja viel geleistet, viel abgehalten. Sonst wäre das noch ganz anders ausgegangen. Fakt ist, die große Katastrophe ist glücklicherweise, konnte vermieden werden. Letzte Sache, Frage zu diesem Thema. Allerdings gewisse Schäden, denke ich mal, sind doch aufgekommen. Ja. Sei es vollgelaufene Keller, sei es, dass Aussaaten vernichtet wurden oder beziehungsweise jetzt immer noch Wasser steht, dass die Bauern nicht auf die Felder können und diese neu bestellen etc. pp. Gibt es da schon einen Überblick über Schäden oder ist das noch im Gange? Also wir machen uns jetzt gerade ein Schadensbild und ziehen Schadensbilanz, das gehört dazu. Wir müssen ein bisschen abschichten. Es gibt private Haushalte, Häuser mit vollgelaufenen Kellern, auch durch angestiegene Grundwasserstände übrigens, nicht nur durch die Helme. Wir haben auch Schadenslagen an einzelnen Unternehmen und bei der Landwirtschaft durch das Verlorengehen der Wintersaat. Für diese Schäden haftet die Allgemeinheit nicht. Also das sind Versicherungsfälle, manchmal sind es auch Härtefälle, wo das Land mit Billigkeitslösungen helfen kann, aber der Landkreis selber haftet für diese Schäden nicht. Aber es gibt natürlich kommunale Infrastruktur, die Schaden erlitten hat. Wir haben die vier Gemeinden, das ist ja der Südharz, die Goldene Aue, Oberröpplingen, also die Stadt Sangerhausen und dann die Einheitsgemeinde Altstädt. Die vier Kommunen waren betroffen. Das Schadensbild rein an der kommunalen Infrastruktur, Wege, Gebäude, beläuft sich auf etwa 3 Millionen. Dazu kommen natürlich die Einsatzkosten, die der Landkreis selber hatte. Wir haben ja Betriebsmittel finanziert, wir haben Verdienstausfälle der Einsatzkräfte übernommen. Die Rechnungen kommen jetzt alle ein, werden beglichen und wir gehen davon aus, dass der Landkreis nochmal 2,5 Millionen Einsatzkosten hat. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass die Sandsäcke ja auch wieder, die werden bis Ende März liegen bleiben, weil sie auch noch schützen. Und dann muss man sie aber auch entsorgen, dann muss man sie wieder vom Deich runterholen. Also mindestens 6 Millionen Kosten hat das Hochwasser verursacht, plus das Schadensbild bei den Privateigentümern und Unternehmen und bei der Landwirtschaft. Ja, da waren wir ja schon wieder beim lieben Thema Geld und wollen mal zu dem zweiten großen Thema unseres Gespräches kommen, das Urteil zur Kreisumlage. Nun ist es ja so, das werden die meisten Bürgerinnen und Bürger mitbekommen haben, dass es in der Vergangenheit so war, dass Kommunen gegen die Kreisumlage eine Klage eingelegt haben für verschiedene Jahre. Das ist schon wesentlich auch vor ihrer Zeit als Landrat gewesen. Und man weiß ja, dass die gerichtlichen Mühlen sehr langsam mahlen. Aber jetzt sind sie doch zum Ergebnis gekommen. Was ist da eigentlich bei Ihnen ins Haus geflattert? Ja, wichtig ist erstmal zu wissen, dass der Landkreis ja viele wichtige Aufgaben erfüllt, aber selber keine eigene Finanzierung hat. Also die Abfallwirtschaft, der Nahverkehr, die Kinder- und Jugendhilfe, die Kulturförderung, die vielen freiwilligen Aufgaben, auch die investiven Aufgaben von der Schulsozialarbeit, Jugendhilfe, aber eben auch Verantwortung zu nehmen im Strukturwandel, eine Wirtschaftsfördergesellschaft zu betreiben. All diese Aufgaben, die der Landkreis übernimmt, finanziert er ausschließlich über Landeszuweisungen. Und die Kreisumlage, das heißt, was die Städte und Gemeinden aus ihren Einnahmen dem Landkreis abgeben über ein Umlageverfahren. Das sind die einzigen Finanzierungsquellen, die der Landkreis hat. Und wir haben tatsächlich Altfälle aus der Geschichte von 2017 bis 2021 insgesamt 26 Klageverfahren gegen den Landkreis gehabt. Und damals haben die Kommunen moniert, dass es Verfahrensfehler gibt, die der Landkreis gemacht hat. Und dass die Höhe der Umlage zu hoch sei. Und heute haben wir durch die Rechtsprechung tatsächlich Klarheit. Klarheit in der Sache, dass das Verfahren, das der Landkreis gewählt hat, richtig ist, dass es bestätigt worden. Und gleichzeitig Klarheit, dass es Kriterien gibt, die das Gericht nachträglich aufgestellt hat, wonach wir die Kreisumlage senken müssen. Und jetzt steht der Landkreis vor der großen Herausforderung, aus diesen früheren Kreisumlagen nun eine Heilung herbeizuführen, in der Art, dass man rückwirkend zu viel gezahlte Kreisumlage zurückzahlt. Das sind allein im Landkreis Mansfeld-Südharz insgesamt 40 Millionen, die jetzt die Städte und Gemeinden zurückbekommen, beziehungsweise verrechnet kriegen mit den Zahlungspflichten, die sie ja weiterhin aus der Kreisumlage haben. Aber ich glaube, es gibt eine historische Chance, ein geeintes Verfahren und höchstrichterliche
Kriterien, nach denen man eine Kreisumlage wirklich objektiv ausrechnen kann, sollten dazu führen, dass wir uns nicht weiter beklagen. Dieser Klagemarathon innerhalb der kommunalen Familie ist aus meiner Sicht nicht gut. Es bindet Ressourcen, persönliche Arbeitskräfteressourcen, es bindet viele Gespräche, viele Termine, es macht das Klima auch untereinander nicht besser. Und was das Schlimmste ist, wir haben natürlich auch finanzielle Nachteile, denn die Klagekosten für Anwälte, für Gerichtsgebühren, die sind natürlich sehr, sehr hoch, egal wer gewinnt und wer verliert. Aktuell sind 6,5 Millionen schon aus dem Landkreis abgeflossen. Das heißt, 6,5 Millionen, das ist ein kleiner Schulneubau, ist schon unwiederbringlich verloren. Und deswegen werbe ich jetzt sehr dafür, diese Chance zu nutzen, diesen kommunalen Rechtsfrieden auf den Weg zu bringen. Wir haben einen klaren Fahrplan. Wir haben jetzt die Gespräche mit den Städten und Gemeinden. Dann werden nochmal aktuell die Bedarfe abgefragt. Dann werden Abwägungspapiere erstellt. Kreisausschuss, Finanzausschuss werden dann beraten. Und wir haben unsere Kreistagssitzung vorgezogen auf den 22. April. Und da werden wir alle diese Altfälle, die zurückliegenden Fälle, rückwirkend heilen und für 2024 eine neue Kreisumlage und einen neuen Kreishaushalt verabschieden. Und dann hoffe ich, dass wir diesen kommunalen Rechtsfrieden, diesen kommunalen Finanzfrieden erzielt haben. Und das ist natürlich ein großes politisches Ziel auch von mir, dass wir diesen Rechtsfrieden innerhalb der Kommunen haben. Und dann haben wir wirklich wieder den Blick frei, uns auf den Bürger zu konzentrieren. Und darum sollte es ja eigentlich gehen. Um nochmal kurz zurückzublicken zeitlich, das hieß aber in erster Linie erstmal, nachdem dieses Urteil verkündet wurde, dass der Kreis erstmal freiwillige Aufgaben, die er übernommen hat, erstmal nicht übernehmen kann, sondern erstmal in der vorläufigen Haushaltsführung war. Das ist ja richtig. Ja, und das heißt, dass diese ganzen Themen, wo sich der Landkreis engagiert, und dabei ist das Theater nur die Spitze des Eisberges, das ist, sagen wir mal, Thema Schulsozialarbeit, Unterstützung von Vereinen etc. pp. Das war erstmal alles erstmal in Frage gestellt. Ja, richtig ist, ich sagte ja schon, wir haben nur zwei Finanzierungsquellen, die allgemeine Zuweisung des Landes und die Kreisumlage. Und der Landkreis hat in den vielen Jahren auch viele Jugendprojekte, soziale Projekte, Museumsförderung, Sportförderung, Schulsozialarbeit, Theaterförderung. Das sind ja alles Aufgaben, die nicht durch Gesetz dem Kreis obliegen, sondern wo der Kreis sagt, das ist vernünftig, das über die Kreisumlage zu finanzieren, und das tun wir. Und wenn wir nicht mehr knapp 60 Millionen Kreisumlage einnehmen, sondern nur noch 20 oder 30, dann ist das eine Veränderung. Und dann kann man, das geht jedem Haushalt, jeder Privatperson, jedem Unternehmen so, man kann nicht das Gleiche leisten, aber weniger einnehmen. Und das ist tatsächlich jetzt ein Thema, weil wir werden natürlich nicht zahlungsunfähig. Der Kreis wird seine gesetzlichen Aufgaben erfüllen. Das wird er immer tun. Und da will ich auch der Bevölkerung sagen, dass das eine ganz klare Aussage ist. Der Kreis wird nicht seine Zahlungsfähigkeit verlieren, er wird seine Pflichtaufgaben erfüllen. Bei den Aufgaben, zu denen wir nicht verpflichtet sind, aber die sinnvoll bleiben, werden wir sie erfüllen, wenn das Land uns die Ertragsausfälle, die jetzt die Städte und Gemeinden kriegen ja Geld zurück, zahlen weniger Kreisumlage in Zukunft, werden die Ertragsausfälle, die wir aus der Kreisumlage jetzt haben, vom Land ausgeglichen, werde ich auch keine freiwilligen Leistungen kürzen. Wir halten sie für wichtig. Aber wir haben 2024 die Situation, dass wir sehr wahrscheinlich davon ausgehen können, dass wir nur einen Teil der Ertragsausfälle ausgeglichen kriegen. Zurzeit sind es 20,9 Millionen. Wir haben aber mit 40 Millionen Rückzahlverantwortung und 6,5 Millionen Klagekosten, Verfahrenskosten, 46,6 Millionen, die dem Kreis verloren gehen durch die Kreisumlage-Rechtslage, durch die Urteile. Und wenn wir nicht alles ausgeglichen kriegen und das Land uns dann Liquiditätskredite gewährt, also rückzahlbare Darlehen gewährt, dann können wir natürlich nicht mehr alles an freiwilligen Aufgaben leisten, vor allen Dingen nicht 2024. Und deswegen sind wir jetzt mit den Städten und Gemeinden im Gespräch, dass wir die Aufgaben, die wir für sinnvoll halten, zu denen wir aber nicht gesetzlich verpflichtet sind, die Städte und Gemeinden übrigens auch nicht, dass wir, wenn wir diese Aufgaben aber für wichtig halten, dass wir sie nicht nur dann für wichtig halten, wenn der Kreis sie bezahlt, sondern dass man dann eventuell auch einen Teil der Umlageentlastung, die der Kreis jetzt zu gewähren hat, dann nutzt, diese Aufgaben weiter zu finanzieren. Das hat beim Theater zwar erst nach längerer Debatte, aber dann doch geklappt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir
da eine Lösung gefunden haben. Und jetzt müssen wir bei den anderen freiwilligen Aufgaben auch nachjustieren und gucken, was kann der Kreis noch leisten und was können vielleicht die Städte und Gemeinden mitfinanzieren. Ab 2025 sieht es wieder ein bisschen anders aus. Das Land hat angekündigt, den Finanzausgleich, also die Finanzbeziehungen zwischen Land und Städten, Gemeinden und Landkreisen neu zu ordnen. Und ab 2025 haben wir vielleicht eine neue Gesetzeslage, die das Ganze wieder ein bisschen anders behandelt. Aber zurzeit, 2024, gehe ich davon aus, dass ich nicht alle Ertragsausfälle ausgeglichen kriege. Und deswegen müssen wir einfach die Ausbalancierung der freiwilligen Leistungen diskutieren. Da gibt es ja viele, viele. Mir fällt nur ein, dass man sich eigentlich vor diesen ganzen Geschichten darauf geeinigt hat, bei der Schulsozialarbeit noch von Seiten des Landkreises noch einige Stellen mitzufinanzieren. Das geht erstmal nicht, oder? Also der Landkreis ist vertragstreu. Das heißt, dort, wo die Verträge mit den jetzt beschäftigten Schulsozialarbeitern, die laufen ja für dieses Schuljahr noch. Und natürlich erfüllen wir unsere Aufgaben, auch wenn wir jetzt in der vorläufigen Haushaltsführung sind. Aber wir wollen ja im April auch einen neuen Haushalt aufstellen. Und in diesem Haushalt geht es ja darum, den Menschen, den Schulsozialarbeitern, die da ja auch an den Schulen arbeiten, ein Stück Planungssicherheit zu geben. Und wir wollten das mindestens für 2 Jahre tun. Und deswegen werden wir auch wieder Mittel zur Verfügung stellen. Aber ich denke, es ist auch legitim, darüber zu reden, wo die Schulsozialarbeiter dann in Grundschulen zum Beispiel tätig sind, wo der Schulträger ja die jeweilige Stadt ist, dass wir an den 6 Grundschulen, die das betrifft, auch mit der jeweiligen Stadt reden, ob wir die Kosten für den Schulsozialarbeiter nicht hälftig aufteilen für die nächsten 2 Jahre. Das wird zumindest der Vorschlag sein. Also anteilig bei den Grundschulen die Städte bitten, hier mit aktiv zu sein. Es ist keine Pflichtaufgabe. Es ist keine kommunale Aufgabe, weder für die Stadt noch für den Landkreis, aber es ist eine wichtige Aufgabe. Und wenn dann die Finanzierung aus der Umlageentlastung mit erfolgt, dann findet man auch eine Lösung für die jetzigen Schulsozialarbeiter. Eine andere Sache ist die, im Landkreis soll groß gefeiert werden. 500 Jahre Bauernkriegsjubiläum, 825 Jahre Bergbau und natürlich auch 500 Jahre Todestag von Münzer. Sind diese Feierlichkeiten in irgendeiner Form gefährdet oder da es sich wesentlich um Landesgelder handelt, gar nicht tangiert? Also wir haben da eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben, diese Reformationsagenda mit dem großen Lutherjubiläum nicht beendet zu haben, sondern weiterzugehen in den Gedenken. Wir sprechen ja nicht von Feiern, wir sprechen ja von Gedenken, Bauernkrieg und Münzertod. Sind ja keine Sachen, die man feiert, ja, aber man gedenkt diesem Jubiläum. Und das wollen wir nicht rückwärtsgewandt tun, sondern wir wollen moderne Dauerausstellungen etablieren. Wir wollen auch in die baulichen Strukturen finanzieren, also durchaus Dinge, die nachhaltig sind. Und wir wollen auch signalisieren, wir haben hier Weltgeschichte geschrieben. Und das gibt auch Selbstbewusstsein und Orientierung und Selbstidentifikation für die Bürger, so unsere Meinung. Und dann haben wir erreicht, dass das Land sich hier überdurchschnittlich engagiert, auch mit einer Landesausstellung. Verschiedene Orte sind dort ausgewählt. Auch die Eröffnung des MDR-Musiksommers dieses Jahr in Mansfeld-Südharz ist ja auch nur ein Zeichen, dass sich da was bewegt. Die Waldbühne in Stolberg wird saniert. Das Schloss in Altstädt hat die Trägerschaft gewechselt. Da ist die Kulturstiftung des Landes eingestiegen. Also wir haben auch in Eisleben jetzt eine Dauerausstellung vorzueröffnen. Da passiert jetzt ganz, ganz viel. Und weil das Land sich da auch überdurchschnittlich engagiert und wir unsere Personalstellen dafür auch gefördert kriegen, werden wir das natürlich fortsetzen, weil das ja auch vertragliche Bindungen sind, die halten. Das ist auf alle Fälle schon mal ein sehr positiver Ausblick auf die nächsten Monate, ja, und ins nächste Jahr hinein. Wie schätzt du es eigentlich ein, ganz persönlich, wenn man sich, wie haben Sie sich denn Anfang Januar gefühlt, als das Wasser immer höher stieg, als hier vielleicht sich noch gar keine Lösungen abgezeichnet haben mit der künftigen Finanzierung des Landkreises? Und wie ist die Entwicklung seitdem gewesen? Naja, man fühlt sich in die Aufgabe gestellt. Man ist Landrat, man ist Amtsperson, man hat diese Aufgabe und dann will man funktionieren. Man will das Problem lösen. Dafür ist man gewählt, dafür ist man da. Dass man sich da privat vielleicht was anderes vorgestellt hätte, das stimmt wohl, aber man sucht sich, kann sich das nicht aussuchen. Man wird in die Lage gestellt und hat zu funktionieren und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ich bin da auch sehr stolz auf meinen Stab. Der Katastrophenstab besteht ja aus berufenen
Mitgliedern, die aber alle noch keinen Katastrophenfall selber miterlebt haben, die meisten zumindest nicht. Und dass das dann doch bei allen Kleinigkeiten, die in der Lage immer entstehen, so gut geklappt hat, das finde ich schon toll. Und ich bin da auch sehr dankbar, nicht nur den Leuten gegenüber, auch den Einsatzkräften, aber auch der Kreisverwaltung, dass das immer wieder funktioniert, dass man die Aufgaben bewältigt, vor denen man gestellt wird. Und jetzt beim Finanzfrieden, wenn es gelingt, dass wir nicht wieder gegeneinander klagen, das wäre schon ein Wert für sich. Es verändert die Stimmung, es ermöglicht wieder die Kraft einzusetzen für die Bürgerbelange, für die eigentliche Tätigkeit, die man ja in der Verwaltung hat, Städte und Gemeinden wie Landkreis. Und dass diese Selbstbeschäftigung, dass die Korrespondenz über die Anwälte, dass das wirklich aufhört. Das wäre eine Riesenchance. Klagen gegen den Landkreis lohnt sich nicht. Die Bürgermeister können es kaum hören noch. Ich sage das immer wieder. Wir haben so viel Kollateralschäden. Die Einnahmen aus dem Zukunftsfonds, die wir immer für kommunale Projekte ausgegeben haben. Die Richter sagen, wir müssen diese kreiseigenen Einnahmen erstmal für kreisliche Aufgaben auch ausgeben, bevor wir die Kreisumlage berechnen. Die Anwaltskosten sind fort, die Gerichtskosten sind weg. Wir können keine Doppelhaushalte mehr machen, weil sich das aus der Rechtsprechung ergibt, dass man jährlich ja neue Kreisumlagen festzusetzen hat. Und wie gesagt, die Erlöse aus dem Zukunftsfonds sind jetzt für kreisliche Aufgaben zu finanzieren, können wir nicht mehr den Städten und Gemeinden abgeben für sinnvolle Einzelprojekte. Also es gibt schon auch so Kollateralschäden, die sich jetzt aus der Rechtsprechung einstellen. Und es wäre gut, wenn wir uns wirklich verständigen könnten, und die Chancen sind ja auch gut, weil das Verfahren legt ja die Rechtsprechung fest, die Kriterien legt die Rechtsprechung fest, und wenn man auch keine verfahrensrechtlichen Fehler mehr macht und die Kriterien abarbeitet, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund mehr zu klagen. Zumindest ist meine Hoffnung, die Rechtsfreiheit ist ja da, aber die Chance für einen Rechtsfrieden war noch nie größer als jetzt. Wie geht es denn jetzt weiter? Sie sprachen schon an, dass im April ein Kreishaushalt beschlossen werden soll, der dann im Prinzip diesen Anforderungen Genüge tut. Und nächstes Jahr soll es eine Neuregelung der Finanzen von Seiten des Landes geben, so als einige Meilensteine. Aber da gibt es da sicherlich noch mehr, die dazu führen werden, dass man vielleicht aus dieser sehr schwierigen, herausfordernden Situation herauskommt. Mhm. Ein paar Sachen sind ja passiert schon. Also ich denke mal, jedenfalls vermute ich das mal so, dass die Situation jetzt schon ein bisschen besser ist als vor ein paar Wochen. Ja, wichtig ist erstmal, dass wir führen natürlich auch Gespräche mit dem Land. Wir fordern ja unsere Mindestausstattung genauso Selbstbewusstsein ein, wie die Städte und Gemeinden das beim Landkreis tun. Also da hat es schon auch viele Gespräche gegeben. Und die 20,9, die jetzt vorbehaltlich Kabinettsentscheid fließen sollen, sind ja echtes Geld, echte Bedarfszuweisungen, die der Kreis auch nicht zurückzahlen muss. Insofern haben wir nicht ganz, aber fast die Hälfte der Ertragsausfälle durch Einnahmen gedeckt. Die andere Hälfte, das werden wahrscheinlich Liquiditätskredite sein, also theoretisch rückzahlbare Hilfen. Wir werden immer zahlungsfähig gehalten. Wir haben immer die Möglichkeit, für unsere Aufgaben auch Geld auszugeben. Aber wenn es eben Kredite sind, dann können wir bei den Freiwilligenleistungen nicht einfach so weitermachen. Und das gilt es jetzt auszutarieren. Aber noch einmal ganz zur Sicherheit, das Geld ist ja nicht weg, bis auf die Gerichts- und Anwaltskosten. Sind die 40 Millionen ja bei den Städten und Gemeinden, die kommen jetzt an, die werden verrechnet. Das heißt, die neue Kreisumlage 24 wird dann deutlich geringer ausfallen, als alle Städte und Gemeinden das in ihren Haushalten eingestellt haben. Und mit dieser Umlageentlastung kann man natürlich Kassenkredite abbauen, kann seine eigene Ertragslage verbessern. Man kann aber auch ganz wichtige Aufgaben mit dem Kreis gemeinsam finanzieren, und die Gespräche laufen jetzt. Und ich finde es auch gut, dass man von diesem Gewinner-Verlierer Bezeichnungen mal weggeht. Es gibt bei diesen Rechtsstreitigkeiten streng genommen keinen Gewinner. Ich habe ja gesagt, wie viele Kosten schon entstanden sind, die eigentlich allen verloren gehen. Man muss auch wissen, dass der Kreis zwar kein Recht bekommen hat vor Gericht, das aber anhand von Kriterien geschah, das will ich auch zur Ehrenrettung der Kreisverwaltung vor meiner Amtszeit sagen, dass diese Kriterien durch die Richter nachträglich aufgestellt worden sind. Das heißt, man hat Kriterien aufgestellt, was ist eine kommunale Mindestausstattung, was muss dazu sozusagen dienen, sie auszuweisen, und nach welchem Schema, nach welchen materiellen Anforderungen bemesse ich das. Und das haben die Richter erst nachträglich festgelegt, nachdem die Kreisumlage aus den früheren Jahren ja schon festgelegt war. Und diese Kriterien im Nachhinein, naja, die Mindestausstattung gab es ja als unbestimmten Rechtsbegriff immer schon.
Und dann haben die Richter nur gesagt, was heißt denn Mindestausstattung? Und Mindestausstattung heißt eben, nach Zahlung der Umlage dürfen dauerhaft nicht mehr als ein Viertel aller Kommunen Fehlbeträge ausweisen. Das ist, bedeutet, dass im Landkreis Mansfeld-Südharz die Kreisumlage nie so hoch sein darf, dass mehr als 5 Kommunen Fehlbeträge ausweisen, nachdem sie die Umlage bezahlt haben. Und danach messen wir jetzt, aber dieses Kriterium mit den 25% war damals dem Landkreis natürlich nicht bekannt. Das sind Kriterien, die die Richter nachträglich aufgestellt haben. Und deswegen wehre ich mich immer ein bisschen zu sagen, derjenige, der die Klage verloren hat, hat Schuld. Das ist ja immer schnell der Begriff, dass jemand Schuld hat. Das ist nicht so, aber wir haben eine Klarheit in der Rechtsprechung, höchstrichterlich. Und mit dieser Klarheit gehen wir um, alle Städte und Gemeinden, aber auch Landkreis. Und das will ich jetzt bereinigt haben. Und mit dem Rechtsfrieden haben wir, glaube ich, eine Riesenchance, uns auch wieder zu besinnen auf die eigentlichen Aufgaben. Herr Schröder, danke fürs Kommen. Und danke fürs Dranbleiben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist ein ganz schön schwieriges Thema. Was da alles so reinspielt, ist gar nicht so leicht zu durchschauen. Aber wenn ich hier was mitnehme, und ich hoffe, es ist richtig so, dann sind die Chancen, dass man einen kommunalen Frieden jetzt wieder hinbekommt, Finanzfrieden, so groß wie noch nie in den letzten Jahren. Und auch wenn es jetzt ein sehr schwieriges Jahr für den Landkreis ist, es zeichnet sich auch ab, dass wenn alles so läuft, wie Sie sich wünschen oder wie es angedacht ist, dass es in den kommenden Jahren besser wird und man sich die neueren Prozedere dann in Übereinstimmung oder sagen wir mal im Gleichschritt mit den Kommunen dann die anstehenden Aufgaben, die bestimmt nicht leichter werden, auch in den Griff kriegen kann. Ist die Einschätzung so richtig? Hervorragend zusammengefasst. Wir haben die Herausforderung der vergangenen Jahre bewältigt und wir werden auch die neuen Herausforderungen bewältigen. Ich bin zumindest zuversichtlich. Zu Beginn eines Jahres kann man das ja auch wirklich gar nicht anders sehen. Und die Gespräche stimmen mich auch vorsichtig optimistisch, dass wir eine Lösung hinbekommen. Und wir werden dabei sein, werden das begleiten. Und es gibt so viele Themen und Ansätze, für die wir berichten können aus dem Landkreis, von der Kreisverwaltung, die ja mit ihren Entscheidungen, mit dem, was er macht, ja auch unmittelbar in das Leben der Bürger eingreifen muss. Vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer.